Hi, hier ist dein Arik F. Ja, ihr seht ja, ich habe hier diesen Luftkollektor hier hinten und das ist ein Teil der Anleitung, wie man den anbringt. Und in diesem Video zeige ich dir, wie man die Flexrohre hinten an den Kollektor montiert. Los geht's! So, jetzt sind hier zwei Löcher schon gebohrt, seht ihr das? So, und dann gehe ich mit dem Sauger dran. Ich sauge nochmal alle ordentlich ab. Und dann wird das Pendel angebracht. Vorher muss an das Pendel noch müssen noch hier diese Flexrohre dran. Und dann werden die zusammen mit dem Pendel da dran gesetzt. Ja? So, jetzt geht es dann zum nächsten Schritt. So, wir müssen das aber das Modul hier nochmal vorbereiten. So, und hier, ich habe ja, der kommt unten hin und der kommt oben hin. Also das steht jetzt auf dem Kopf. Und wir müssen hier einmal dieses Flexrohr hier dran machen. So, und dazu gibt es hier solche Scheiben. Ja, die kommen hier dran, wie ihr seht. Ja, hier ragen so Löcher raus. Und ihr müsst diese Scheibe hier so in dieses Flexrohr befestigen. Oder zwischen das Flexrohr zwischen der Scheibe und dem Panel. So, hier nochmal gezeigt. Ich nehme das Teil hier auseinander. So, und jetzt seht ihr beim letzten Glied, ne, das endet ja irgendwann mal hier so im Nirvana. Ja? So, das heißt, ich nehme nicht das letzte, sondern das vorletzte. Ja? Damit das auch hält. So, und dann, beziehungsweise, oh, ich könnte auch das letzte nehmen, ne? Geht auch. So, ich lege das hier so an, drüber. Ja? So, und dann schraube ich das erstmal unten dran, genau, damit es da so quasi aufliegt. So, das andere Schräubchen auch. Wir ziehen das gleich mal richtig an. So, und hier oben setze ich das auch an. Da muss man so ein bisschen reindrücken. Das ist schon so ausgelegt, dass man das halt ein bisschen zusammenpressen muss. Und das nicht so locker da drin ist. Ist auch bestimmt nicht verkehrt. So. Und hier auch. So, einmal festmachen, ne? So. Seiten klebe ich ab und dann klebe ich nochmal die Schräubchen auch ab. So. Und das gleiche auf der anderen Seite. So, und dann wäre das fertig. Ja, dann mache ich es oben, mache ich es unten und dann kommt das Panel dran. Ja, so.
gleich beim Dranmachen müsst ihr auch noch auf eine Sache achten. Hier ist ja ein Kabel für das Zimmerthermostat. Das müsst ihr vorher einmal durchziehen durch das Loch. Ja, sonst hängt das da draußen, ne, bevor er es befestigt. Also erstmal das rein in das Loch damit und dann quasi an diesem Lüftungsrohr vorbei. Ne? Also darauf muss man unbedingt achten, denke ich. So, und ja, so sieht das jetzt aus. Ich klebe das, glaube ich, hier einmal noch so viel von diesem Band wie übrig ist, einfach mal drumherum ab. So, gucken wir mal. Okay. Ja, das war's in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, drück unten auf die Glocke, dann wirst du über neue Videos informiert und kommentiere bitte konstruktiv und verteile das an jeden, den das interessieren könnte. Ich möchte auch noch auf mein Angebot hinweisen, dass ich kostenlose Beratung anbiete zum Thema erneuerbare Energien, das heißt Solarthermie, PV, Wärmepumpe, auch inzwischen irgendwie Elektroautos, alles, was ich um den Bereich weiß. Ja, kann ich euch umsonst vermitteln in einer Online-Session oder einer, in einem Telefonat. Wie das geht, steht hier unten. Ist absolut kostenlos und unverbindlich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Tschüss, dein Arik F.